600, das sind nochmal 300 Barren in die Tasche hinein. Wir könnten dann zumindest auch schon mal eine Flinte machen. Also für alles, wenn wir jetzt hier noch... Bitte lassen Sie mich durch, danke. So. Zacki, zack. Rein, Feuer entzünden. 50 Minuten. Für 100. Zack, zack. 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 Also wir haben jetzt 5 Öfen, die auch laufen. Theoretisch meine ich. Also hypothetisch meine ich. Die laufen könnten, wenn sie wollten. So, was haben wir denn hier? Also da hinten kommen 340 zusammen. Hier haben wir 270. Das ist schon mal gut. Wir könnten eine Flinte machen. Wir können eine Pumpgun auch machen. Das heißt, eigentlich sind wir auch ready to go für Höhlen jetzt quasi, wenn wir uns das entsprechende Tier ziehen. Wolf zum Beispiel. Oder Wölfe, Mehrzahl. Wir gehen mit Heilfarm. Und zwar ordentlich. Und zwar ordentlich. Metallfarm jetzt. Richtig, richtig gut. Es geht also voran. Und es ist krass, wie lange es trotzdem dauert, ne? Finde ich so. Wir haben jetzt schon die ein oder andere Folge durch. Ich hatte auch gehofft, dass ich fertig werde, bis Scorched Earth draußen ist. Ich wusste nicht, wann Scorched Earth rauskommt. Ich wusste, dass es jetzt bald rauskommen würde. Ja. Nein. Vielleicht beim nächsten Mal. Beim nächsten DLC dann vielleicht. Da steht dann, ne? Der liebe, nette... Ich würde den einmal versuchen wegzuziehen, damit wir hier in Ruhe farmen können. Die Frage ist ja, hier haben wir letztes Mal schon gefarmt, bin ich der Meinung, ne? Also sieht zumindest irgendwie so leer aus. Wundert mich jetzt, dass hier gar nichts nachgespawnt ist. Hier haben wir noch so ein paar Notes. Dann werden wir die hier wegfarmen. Ich ziehe den einmal, ich lock den einmal weg. Einmal kurz die Ausdauer wiederholen. Dass wir uns hier so oben ein bisschen freier bewegen können. Und der uns einfach keinen Strich durch die Rechnung macht. Da ist er. Ja, genau, das war der Plan. Er ist jetzt nicht so weit. Ganz schön lange Beine. Jetzt kann ich. Und jetzt kann ich so weit hinterhergekommen, ne? Welches Level hat er denn? Ja, so aggressiv ist er noch. Hallo. Ich befürchte fast, dass er auch angelatscht kommt, wenn ich gleich wieder rüberfliege. Mir ging es jetzt nur darum, einmal ihn so ein Stück wegzupullen. Ich weiß auch nicht, was er jetzt davor hat, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob das so schlau war. Der stand ja gut da am Berg, ne? Okay, er ist da unten zugange. Sehr gut. Das war bei Survival Evolved war das einfacher. Weil du bist einfach, hast ihn angehittet, bist weggeflogen. Er volles Matt hinterher, wie er es ja anfangs auch gemacht hat. Aber er hat sich ja dann irgendwie gefangen. Und ist dann nicht so sehr auf den Bait reingefallen. Egal, aber dann haben wir jetzt hier oben Platz und können ein bisschen farmen. Wie es auch schon hier unternommen wird. Sehr, sehr gut. So, und das ist jetzt hier wieder die Frage, die ich mir stelle. Warum hat das eben gemacht? Warum macht das sich jetzt? Berechtigte Frage, wie ich finde.
So, das wegschmeißen. Haben wir nicht erwischt. Das ist weg, ne? Ja. Also gerade bei so Dingen, wo ich ihn einfach nur reinsetzen muss, einmal. Ja, er legt wieder los. Sehr gut. Es ist halt gut, ne? Wenn ich jetzt hier nirgendwo abspringen muss. Jetzt hört er zum Beispiel wieder auf. Das ist dann die Frage, ob es dann halt ein Gewichtsproblem ist oder so. Also klar, wenn ich oben drauf bin, dann ist es eh zu viel. Das ist mein Inventar, da wollen wir nicht rein. Ja, der lässt sich noch so Mühe bewegen. Hat er den auch? Sehr gut. Schon wieder mein Inventar. Ah, 900, 1200. Das sind auf jeden Fall schon mal 600. Ich weiß jetzt nicht, was wir... Wir hatten... Wir haben jetzt 1,2, glaube ich. Und 2500 brauchen wir, ne? Also 1,2 kommen raus am Ende. Aktuell. Wir müssen dann noch reichlich anderen Kram farmen. Was wir aber machen könnten, wenn das jetzt echt das Problem ist, dass er jetzt einfach ein Gewichtsproblem hat und sich deswegen nicht mehr dahin bewegt. Wir könnten das auch in den Agi packen. Der hat ja auch noch einen Buff drauf, dann geht das... Ja, der vom Anki ist vergrößert, der Buff quasi. Das wäre schon besser, wenn es da drin bleibt. Wegen der Gewichtsgeschichte. Wenn Monsieur aber deswegen nicht mehr automatisch farmen möchte, dann packen wir das mal kurz rüber. So. Hat sich zumindest mal kurz bewegt. Weil der Anki, der Agi hat ja selbst auch so viel Gewicht. So, komm. Nee, es ist wirklich einfach manchmal Lust und Laune, wie es einem gerade beliebt. Schade. Weil das ist ja das, was ich mal angesprochen hatte vor ein paar Folgen, ne? Mit einem Quetz und dann einem Mammut und dann durch den Wald ballern einfach. Dass das ja einfach unglaublich viel dann bringt. Ist der kaputt? Ja, ne? Der ist kaputt gesplittert. Und das würde ja den Mate so ein bisschen ersetzen, dass man es das dann nicht mehr bräuchte, wenn man den irgendwie so einstellen kann, dass er halt das definitiv alleine wegfarmt. Wie jetzt hier zum Beispiel. Oh, jetzt macht er. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Also, ich weiß es wirklich nicht. Alter. Ich lebe noch. Gut, gut, gut. Ich brauche den Agi einmal. So. Und dann hier hin. Oder auch nicht. Der Hügel ist ein bisschen schwer zu greifen. Sehr gut. Haben wir das auch wieder. Mal gucken, wo wir noch was hier wegkriegen. Dass sich das auch einmal richtig dicke lohnt. Ich glaube, also wir waren auch in Third Person unterwegs teilweise eben, ne? Ich habe trotzdem nichts gesehen. Der Charakter wieder noch ein bisschen zu klein, denn trotzdem. Ja, Kristall brauchen wir jetzt erstmal nicht, glaube ich. Aber Metall ist ja noch mit bei. Sehr gut.
viele Leute immer in mein Inventar. Ich weiß nicht warum. Kristall nehmen wir trotzdem mit. So, wir haben hier nochmal 600. Das heißt 300. 400 insgesamt, sag ich mal. Mit den 200 da drüben. Krieg ich da immer nur die Hälfte raus. Und das waren 1200, ne? Ja. Da haben wir gute 800, glaube ich, dabei. Ich glaube ja. Irgendwie so. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwie sicher was kriegen, ohne dass uns der... Hier ist noch einer. Der Kleine mit der Vision da um die Ecke noch einen mitgeben will. Wir können das... Es ist wirklich unfassbar hohes Gras, ne? Das ist ja krass. Ist eigentlich auch gut, wenn das im Agi drin ist. Der wird jetzt aber auch schon langsam geht's Richtung, es ist zu schwer. Müssen wir gleich mal gucken, was wir noch an den Anki rüberpacken müssen. Ich würde gerne einmal hier rauch. Ja, cool. Ja, wie kommen näher, um zu reiten? Ich bin noch dran. Da komme ich doch auch rauf. So weit deines Amtes, bitte. Ich komme gerade nicht rauf. Auf den Anki. Egal, wir fliegen erstmal so los. Der Agi ist auch gut beladen. Wir packen jetzt erstmal alles an Metall rein in die Schmelzen. Das ist schon mal ordentlich. Und dann Industrieschmelze geht es da ready ab. Aber zuerst Industrieschmelze und dann alles andere, was groß was braucht an Metall, weil damit sind wir gut bedient. Würde ich sagen. Das ist das Schlauste erstmal, was wir machen können. Weil dann ist Metallproduktion nicht mehr das Problem. Das wird da einfach reingeballert und dann zieht das schnell durch. Das ist richtig, richtig gut. So muss das. Dann holen wir uns die ganzen anderen Industriesachen, könnten auch mal ein Gewächshaus anfangen, ne, wegen dieser ganzen Beerengeschichten und Tränke und sowieso, wobei wir das auch ganz gut so hinbekommen. Aber es würde halt eben alles ja, passiv mit nebenher laufen, das heißt, wir müssen uns nicht mehr aktiv darum kümmern, sobald wir es einmal angebracht haben, außer einmal kurz zum Farmen der Sachen, ne? Also einmal die Beeren rausnehmen. Digga. Wir wählen jetzt schon wieder was. Okay, jetzt ist er auch gerade einen roten Kreis im Namen vom Fahrer, glaube ich. Ja. Macht er gut. Richtig gut einfach. Ist auch schön laut, das Mammut. Finde ich auch toll. Ja, da fliege ich wieder fast aus der ganzen Welt raus hier. Also, weil man es einfach hört, ne? Wenn was ist an der Base. Du weißt einfach sofort, okay, jetzt geht es ab. Das wird jetzt erstmal ein paar Minuten dauern. Was Gute ist, ich werde ja wieder Thumbnails aufnehmen. Und, dementsprechend wird das auch wieder nebenbei schon alles durchlaufen. Das heißt, wir müssen dann nicht in irgendeiner Folge noch krass darauf warten, dass wir die Sachen kriegen. Das ist vielleicht ein bisschen viel hier. Nehmen wir nochmal den anderen Ofen mit. Den wir noch haben hinten. Den können wir auch einmal in Betrieb nehmen. Und zwar mit Holz. Ja, komm, hauen wir einfach an. Komme ich da ran? Jetzt komme ich ran. Da komme ich auch noch ran. Sehr schön. Zack, zack. So, lass uns mal... Wir brauchen auf jeden Fall noch was, ne? Das ist klar. Wir haben hier 270 plus 150. Also 430. Und hier hatten wir irgendwie... Wir hatten...
ein, zwei daraus oder so brauchen. Wir müssen nochmal so eine Session machen, auf jeden Fall. Was geht jetzt ab? Wie ist denn das hier reingekommen? Hä? Hier ist zu. Hier ist zu. Und oben kann eigentlich gar nicht. Para mal wieder oben auf seine Position. Hä? Aber hier ist doch alles zu. Ich habe doch alles zugemacht, oder nicht? Oder hätte ich hier auch noch zumachen müssen? Ich glaube, hier hätte ich nicht zugemacht. Dann muss hier was gespawnt sein. Also hier haben wir halt auch noch übel viel Fläche, ne? Das ist auch nochmal so ein Ding. Also wir haben hier wirklich, es sieht hier unten erstmal so klein aus, aber es ist dann verschachtet und dann überall ist super viel Platz, um hier nochmal zu bauen. Keine Ahnung. Zuchtgruppe und so weiter und so fort. Man kann das hier alles reinbauen, das passt schon. Jo, das läuft durch. Ich gucke mal auf meine Liste, was wir noch haben. Also wir haben noch ein Gewächshaus auf jeden Fall da. Wir haben den Industriekram auf der Liste, da sind wir gerade bei. Wir haben eine Brutstation auf der Liste. Gewächshaus habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Und dann halt eine Flinte mit Narkosepfeilen und so. Und theoretisch, weil ich ja jetzt schon die Heilmittel machen kann und so, könnten wir auch Richtung Höhlen uns orientieren. Da brauchen wir ein Tier für. Muss ich mir nochmal überlegen, welches wir dann nehmen. Ein Wolfsrudel ist eigentlich immer ganz cool gewesen. Problem ist, die haben halt kein Sattel. Das ist am Anfang cool und dann ist es aber schlecht, weil die dadurch halt, ja, schnell kaputt gehen. A.k.a. sterben. Das müssen wir also mal sehen, was wir da uns nehmen können. Das läuft durch. Jetzt bin ich hier am Überlegen. Ich finde das ja so blöd, das hier alles immer rüber zu sortieren, aber lasse ich das so oder hebe ich das nochmal an? Ich hebe das mal kurz an. Ich hoffe, dass ich den Snap-Point einfach kriege zwischen den beiden. Warum konnte ich da jetzt nicht mehr runtergehen? Wenn ich den jetzt hier frei nehme, kann ich ja noch runtergehen, ne? Aber so hoch müsste es schon sein irgendwie. Und ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Dann nehmen wir das in Kauf, dass wir halt an einigen Stellen nichts platzieren können. Und uns so ein bisschen der Umgebung anpassen, das ist, glaube ich, okay. Ah ja, und dann haben wir ja den hier noch. Völlig gemein, aber naja. So. Das würde ich eigentlich schon gerne machen, dass wir hier... Das ist nämlich auf jeden Fall hier auch schräg und so. Aber ich will das Fundament auch jetzt gerade nicht wegnehmen, weil hier das Ding läuft. Dann könnten wir eher nach vorne hier weiterbauen mit Fundamenten. Und wir haben ja auch noch Stein und wir haben auch noch Holz. Was brauchen wir denn für Fundamente generell? Also Stein und Holz, das weiß ich. Und wahrscheinlich Stroh, ne? Ja. Dann mache ich mich mal voll mit Holz. Jawohl. Und dann können wir noch mal ein paar Sachen craften. Schon mal ein bisschen die Fläche einfach erweitern, die wir benutzen können. Das ist der Stein, der dann zu kurz kommt, ne? Ja. Ich kann nicht gehen, weil ich bin maßlos überladen. Ich warte kurz, bis genug gecraftet ist. Es ist genug gecraftet, ich kann wieder gehen. Sehr schön. Weil dann würde ich sagen, setzen wir hier schon mal so ein paar an. Ja, das ist halt ein bisschen blöd hier. Irgendwie so. Ja, das Wasserreservoir nehmen wir gleich hoch. Würde ich sagen. Das nehmen wir mal einmal. Das nehmen wir einmal hoch. Nicht abreißen. Hallo. Aufheben. Das ist doch noch gut. So. Ja, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da kann man auch noch ein Fundament reinstellen. Haben wir es halt. Ist doch egal. Ist es immer noch Stein, was fehlt? Oder ist es jetzt Stroh? Jetzt ist es Stroh.
Haben wir irgendwo Stroh? Wenn wir irgendwo Stroh haben, dann im guten alten Mammut. Es sei denn, ich habe das alles mitgenommen und schon irgendwo reingepfeffert. Hier nicht. Kochtopf, ja, aber da hatten wir auch noch mehr, oder? Notfalls holen wir mal eben ein bisschen Stroh. Ach, Digga. Ja, er hat gar nichts am Start. Cool. Jetzt ist die Frage, wie schnell die Sachen halt auch nachspawnen. Das ist ja im Singleplayer immer so eine Sache. Oh, shit. Ey, da reden wir davon, dass es cool wäre, Wölfe zu haben. Und dann kommen die hier so an, oder was? Babywolf? Ah, warte, mit 10. Gut, haben wir das auch geklärt. Mammut ist schon wieder maßlos überladen. Eine grüne Bandage. Also Stoffdings. Zintobären nehmen wir mal mit bei mir rein. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit fighten. Ich wollte nur einmal kurz Stroh haben. So. Und vor allem... wieder in mein Inventar gehen. Nein, vor allem die Sachen mal eben alle droppen. Damit mein Mammut noch ein bisschen mehr Gewicht hat. Das sind alles so Sträucher. Naja, jetzt geht er natürlich genau... Was ist das? Ist das ein... Es ist der Babywolf, ne? Ja, Level 55. Ja, egal, da ziehen wir uns lieber was bisschen Besseres. Um ehrlich zu sein. Ja, bisschen was über 400 ist schon okay. Noch mehr Babywölfe. Den hatten die aber ganz schön viele da, ne? Hinterher. Hinterher, hinterher, hinterher. 125. Ha! Willkommen im Team. Komm her. Wo ist mein Wolf? Da. Braucht Zuwendung in 3.14. Oh Gott. Macht mir Angst. Macht mir keine Angst. Macht mir Angst. Macht mir keine Angst. Macht mir Angst. Ich muss mal kurz da was regeln, glaube ich. Ja, wir halten uns da mal kurz raus. Diese nervigen Agis, ne? Kann er den bitte fertig machen? So. Ihr nervt beide aber auch ab. Als ob du jetzt nicht drauf gehst. Hey, der ist doch komplett schon durch mit der Nummer.
Ja, bitte, ey. So, was seid ihr hier noch? Säbelzahn. Ja, komm. Nehmen wir auch mit. 80er. Warte, und irgendwo ist noch was Kleines gelaufen. Ist das mein Wolf? So. Wo ist jetzt mein anderer Wolf? Wir hatten noch einen 125er. Da läuft noch was. Bist du auch ein Level 110er? Gehört ihr irgendwie alle zusammen? Level 50. Ja, nee. Tut mir leid. Wir können hier leider nur die Elite mitnehmen. Wir haben einen 80er Saber. 210er. Die Frage ist, wo ist mein jugendlicher 125er? Ah ja. Es tut mir leid. Ich kann mich nicht um alle kümmern. Die folgen mir aber, ne? Oder auch nicht. Der läuft irgendwie auch weg. Das gefällt mir auch nicht so gut. Ja, das Ding ist, dass der eine, welches Level hast du? 50. Kann ich nicht irgendwo meine Tiere angucken, die mir gehören? Ja. Ich möchte den gerne markieren. Keine Ahnung, wie das geht. Ich hole meinen Agi. Der soll 117 Meter von mir entfernt gewesen sein. Warum ist der Agi da hinten? Was macht der Agi da? So. Den Säbelzahn. Erstmal alle hier, dass die mir nicht mehr folgen. Den Saber. Zack, Peng. Ab in die Base. Der hat ein bisschen... ich habe jetzt ein Problem. Hat der Essen? Hat der Essen? Hat der Essen? Hat der Essen? Der kann schon essen, ne? Ja. So, Freund. Das ist die Frage mit dem anderen Ding. Jetzt haben wir noch die zwei Wölfe. Die muss ich auch nochmal kurz holen. Weil die sich von alleine nicht bewegen. Was ist denn hier passiert für ein Massaker? So, wichtiger ist mir der 125er eigentlich. Ja, das ist ja ganz gruselig. Wo ist denn der andere? So, mal einen da rausgepickt. Ihr hängt nämlich zusammen. Das ist ein Problem. Und du brauchst doch auch was zu fressen. Bam. Jawohl. Ihr folgt mir jetzt bitte beide mal. Unauffällig. Ja, also einer kriegt es ja irgendwie gar nicht hin, mir zu folgen. Wir fliegen die mal Richtung Base. Und dann muss ich den anderen 125er finden. Der hat nämlich noch nichts zu fressen. Das ist ein bisschen nervig. Der will jetzt irgendwas haben, ne? Oder? Sein Lieblingsessen. Das ist alles, was ich weggeschmissen habe. Mit mir kuscheln. Ich guck mal kurz, ob ich hier noch die Beeren habe. Diese grünen. Nein. So, jetzt. Ja, das kann er ja auch haben. Jetzt muss ich das wahrscheinlich auf den letzten Slot packen. Bam. 50% geprägt.
Ja, aber die wachsen jetzt zu schnell. Also ich schaffe hier maximal 50. Die wachsen zu schnell ran, als dass sich da was ändern könnte. Die stehen. Ich muss ins Inventar. Ich muss zu meinem 105. Ich habe noch einen Rex hier mit Level 25, 3 Kilometer entfernt. So. Ich bin. Ah, da kann ich ihn markieren. Da ist er. Er ist ja gar nicht so weit weggelaufen. Dann steht er da einfach nur irgendwo, oder was? Cool. Der ist zwar nicht geprägt, aber der ist fertig. Und dann kriegst du mal was zu fressen. Und let's go. Ah, ich bin zu schwer für dich. Es tut mir so leid. Oh, der hat hier auch was erlegt, ne? Ich bist doch näher. Nicht, da liegt ja schon ein Kompi bei ihm. Hallo. Ja, Gewicht wird ein Ding sein. Mit den Wölfen. Da muss ich noch ein bisschen drauf. Leveln. Und das Ding ist ja, muss man jetzt auch sagen, jetzt haben wir zwar drei Wölfe, aber 125, ne? Wild. Also wir haben ja die nicht gezähmt, die haben nicht nochmal Level oben drauf bekommen. Das ist ein bisschen schade. Jetzt muss ich nur mal kurz einen guten Spot überlegen, wo ich die. Ich parke die mal hier. Und dann machen wir die auf Close folgen. Und damit machen wir die Höhlen. 100 Pro. 100, 100 pro, weil er ist hier das Leittier. Level 125, ein bisschen low vielleicht, aber kann auch reichen. Und es ist schade, dass wir ihn nicht nochmal. Ach, sind sie wieder alle aus oder was? Ne, er hat einfach so eine Fliege platt gemacht, ne? Das ist schade, dass wir den einen nicht mit nochmal geprägt haben. Weil dadurch sind die Werte ja ein bisschen höher. Möchte mit mir spazieren gehen. Dann gehen wir mal spazieren. Hä, ich hab doch gerade noch einen Direwolf gehabt. Ja, ist gut, wollte ich Agentares. Warte! Ja, gehst du auch mit, oder? Irgendwas ist hier gerade richtig dumm gelaufen. Warte mal, irgendwas ist doch hier gerade nicht richtig. Wo ist mein AG? Das habe ich gar nicht mitbekommen. So. Duty erstmal raus. Direwolf, Direwolf. Und dann war hier doch noch irgendwo ein Direwolf. Hä? Ja, ich muss auch kurz checken, ob der das da schafft unten. Hat er offensichtlich. Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr, wie wann das passiert sein soll. So, Direwolf 110. 125, 110. 27 Meter. 26 Meter. Jetzt sind sie alle da, oder was? Aber was ist mit dem Anki passiert? Irgendwo habe ich doch ein Logbuch. Das ist Tag 1, so. Dein Stamm
So, 13:35. Der ist da reingelaufen in die Barrikade, ne? Und ist da hängen geblieben. Da krieg ich auch Schaden. Oh, au, ach, ach. Ach, Mann. Jetzt müssen wir noch einen weiteren Anki sehen. Also, wirklich. Grundlegend jetzt, damit wir halt weitermachen können. Okay, der kann auf jeden Fall mal Gewicht tragen. Ach ja. Die haben ja auch diese Fähigkeit zu erkennen, ne? Was abgeht. Dann haben wir einen Saber, können wir einen schönen Sattel drauf knallen. Kommen wir ja oft gut durch die Gegend. Ja, den Anki ist einfach zerrissen. Was willst du nochmal machen, damit hier niemanden in der Base auf jeden Fall zerreißt? Das müssen wir nächstes Mal ändern. Da müssen wir Tore hin. Das ist zu gefährlich, scheinbar. Für die gute KI bei Ark. Ja, was soll ich dazu sagen, ey? Was soll ich dazu sagen? Holz und Stroh fehlt. Deswegen sind wir ja ursprünglich mal losgegangen, oder? Ich hole mal kurz Holz und Stroh von unserem netten Mammut. So, Holz, Stroh. Ich wollte Fundamente bauen, ne? Das war das Ding. Dafür war ich unterwegs. Dafür habe ich Stroh geholt. Das Metall wollte ich hier rausholen kurz. Futtertroke. Futtertroke. Und dann können wir das Metall eigentlich auch schon wieder rüberballern. So, den haben wir mal hier hinten ran. Wir laden sie mich durch, Stange. Kann man hier irgendwie auch eine Range einstellen? Ja, keine Ahnung, wer jetzt einfach keine Range hat, weil da nichts drin ist. Aber im Agi müssten wir genügend Fleisch haben. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben, da auch schon 200 weggammeltes Fleisch. So, also da können wir richtig was machen. Sehr gut. Ja. Beeren gehen auch schon direkt weg. Ich baller die mal hier in den Dings rein. Damit das automatisch craftet. Und dann hole ich mir nochmal die Beeren vom Mammut und haue die auch nochmal in den Trog rein. Dass die sich zumindest auch irgendwie mal healen können. Da bin ich drauf geachtet. Aber der Anki ist ja einfach reingelaufen. Und ich glaube, dass ihn so eine Fliege einfach nur da geholt hat. Also muss man sich auch mal reinziehen. Nee, oh nee, oh nee, ey. Hm. Also, richtiger Quatsch auch. Dass er tot ist. Ich habe es auch gar nicht mitgeschnitten. Ich habe es oben auch gar nicht mitbekommen. Gut, wir waren irgendwie zugange mit den Wölfen und so. Ich meine, ein Anki gegen... Ihr seht nicht gesund aus. Wirklich nicht. Alter, Verwalter. Das Gesicht sieht böse aus. Dafür haben wir jetzt einen Saber und... drei Wölfe. Und könnten theoretisch Höhlen machen, ne? Das müsste schon gehen. Sollte alles schon im Bereich des Möglichen liegen, aber dafür ist halt auch der Anki weg, ne? Für den wir so weit gefahren sind. Oder geflogen sind, oder wie auch immer. Hab ich die wieder rausgenommen? Nee. Ja. Armer Wassersystem, cool. Das muss geändert werden. Das ist zu gefährlich offensichtlich für meine Tiere. Zu gefährlich. So geht das nicht. Ja. It is what it is. Nächstes Mal Höhlen. Wir sehen uns.